bin Anna und studiere an der Universität Oldenburg. Meine Lehrveranstaltungen und Seminare finden dieses Semester online in Big Blue Button statt. Ihr fragt euch, was Big Blue Button ist? Big Blue Button ist ein Webkonferenzsystem, mit dem Veranstaltungen und Seminare online durchgeführt werden. Eine Anleitung zu Big Blue Button habe ich mir schon durchgelesen. Meine Dozentinnen und Dozenten bieten ihre Lehrveranstaltungen in Big Blue Button auf unterschiedliche Weise an. Eins meiner Online-Seminare soll über Meetings in StudIP stattfinden. Für eine andere Lehrveranstaltung habe ich einfach einen Link von der Dozentin bekommen. Zunächst einmal zeige ich euch, wie ich an einem Online-Meeting in StudIP teilnehme. Ich logge mich in StudIP ein und rufe als erstes meine Veranstaltung auf. Meine Veranstaltung heißt StudIP Demo-Veranstaltung. Hier oben im Reiter sehe ich den Punkt Meetings. Mit Klick auf Meetings gelange ich in die Raumaufteilung. Hier hat die Dozentin bereits mehrere Meetingräume angelegt. Einige Meetings können von den Studierenden nach Bedarf für die Gruppenarbeit genutzt werden. Ich wähle nun unseren Meetingraum für die Veranstaltung aus. Ich klicke auf Teilnehmen und in einem neuen Browserfenster öffnet sich Big Blue Button. So nehme ich an einem Online-Meeting über eine StudIP-Veranstaltung teil. Wenn ich hingegen einen Link für eine Online-Veranstaltung bekommen habe, kann ich diesen einfach in meinem Browser eingeben und kann so an einem Meeting teilnehmen. Je nachdem, ob die Veranstaltung in Big Blue Button über StudIP stattfindet oder nicht, bekomme ich einen persönlichen Link oder ich muss noch meinen Namen in dieses Feld eingeben und auf Teilnehmen klicken. Manchmal erhält man auch eine Nummer als Zugangscode. Diese Nummer dient als Passwort. Dann muss ich sie hier eingeben. Ich werde daraufhin zu Big Blue Button weitergeleitet. Ich nehme an der Online-Veranstaltung mit dem Mikrofon teil, damit ich auch das Mikrofon nutzen und interagieren kann. Ich muss der Seite Zugriff auf mein Mikrofon erlauben, manchmal auch mehrmals. Ein kurzer Echo-Test erlaubt mir zu überprüfen, ob mein Mikrofon funktioniert. Kann ich mich hören, bestätige ich dies und werde in den Online-Meeting-Raum weitergeleitet. Nun betrete ich den Big Blue Button-Raum, der immer gleich aufgebaut ist. In Big Blue Button auf der linken Seite gibt es drei Punkte: Nachrichten, Notizen und Teilnehmer. Unter Nachrichten sind der öffentliche Chat und gegebenenfalls private Chats zu finden. Ist der Punkt Notizen zu sehen, können dort Notizen auch gemeinsam mit allen anderen Teilnehmenden geschrieben werden. Vielleicht soll ein Protokoll während des Online-Seminars angefertigt werden? Hier habt ihr die Möglichkeit dazu. Unter Teilnehmer sind alle Teilnehmenden der Online-Veranstaltung aufgelistet. Ein rundes Icon zeigt an, dass ihr die Rolle Teilnehmer/Teilnehmerin habt. Rechteckige Icons zeigen die Rolle Moderator/Moderatorin an. Durch einen Klick mit der linken Maustaste auf meinen Namen kann ich außerdem einen Status setzen. So habe ich die Möglichkeit, mit anderen zu kommunizieren. Hier gibt es unter anderem Icons für Handheben, um sich zu melden. Hallo, willkommen zu unserem Seminar. Wie schön, dass einige von Ihnen schon da sind. Das scheint ja mit der Technik dann ganz gut zu klappen. Wir warten jetzt noch einen kleinen Moment. Es kommen sicher. Rechts ist das Hauptfeld der Veranstaltung. Ich kann den Präsentationsbildschirm zum Vollbild vergrößern. Beziehungsweise verbergen, um die Kamerabilder besser zu sehen. Außerdem sehe ich die Kamerabilder, sofern diese angeschaltet wurden, und kann diese Leiste auch per Drag and Drop verschieben. Ich habe also die Möglichkeit, den Raum nach meinen Präferenzen ein wenig anzupassen. In Big Blue Button kann ich einige Funktionen durch die blauen Buttons hier unten ausführen. Mein Mikrofon schalte ich über den Button hier unten links an und aus. Am besten ist das Mikrofon von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die gerade nicht sprechen, ausgeschaltet. Über den Telefonhörer-Button kann ich den Audioton beenden und muss mich erneut verbinden, wenn ich wieder bei der Veranstaltung zuhören möchte. Über diesen Button kann ich meine Kamerafreigabe starten. Hierbei muss ich ebenfalls die Freigabe bestätigen, zum Teil mehrmals. Manchmal werden wir Studierenden dazu aufgefordert, unseren Bildschirm zu teilen,
oder eine Präsentation hochzuladen. Dies kann ich nur tun, wenn ich die Präsentatorrechte habe. Dieses blaue Icon zeigt mir an, wer die Präsentationsrechte besitzt. Mit den Präsentationsrechten habe ich die Möglichkeit, meinen Bildschirm freizugeben. Dafür klicke ich auf diesen Button unten rechts und muss eventuell die Bildschirmfreigabe bestätigen. Ich kann den kompletten Bildschirm oder nur ein bestimmtes Fenster auswählen. Mit Klick auf den gleichen Button beende ich die Freigabe. Die Bildschirmfreigabe funktioniert jedoch nicht in allen Browsern. Daher verwende ich Firefox oder Chrome. Über den Plus-Button hier unten links kann ich außerdem eine Präsentation hochladen. Ich klicke auf Präsentation hochladen, ziehe eine Datei hier ins Feld oder wähle eine Datei von meinem Computer aus. Ist die Datei ausgewählt, klicke ich auf Hochladen. Die Präsentation ist nun für alle sichtbar und ich kann über die Pfeile durch die Präsentation blättern. Des Weiteren kann ich verschiedene Werkzeuge aus der Toolbar verwenden, um auf den Folien Dinge zu verdeutlichen. Gelegentlich teilt uns die Dozentin oder der Dozent auch in kleinere Gruppen ein, sogenannte Breakout-Räume. Ich bestätige die Teilnahme an solch einen Gruppenraum über den Button Raum beitreten. Manchmal können wir uns auch selbst in Räume einteilen. In diesem Fall wähle ich den Raum aus dieser Liste aus. In solchen kleinen Gruppen können wir dann gemeinsam eine Fragestellung bearbeiten und diskutieren und unsere Ergebnisse anschließend in der großen Gruppe präsentieren. Die verbleibende Zeit für eine Breakout-Session wird hier oben in der Leiste angezeigt. Jetzt sind auch alle wieder zurück aus den Breakout-Räumen. Vielleicht könnte Gruppe 1 bitte mal als erstes die Ergebnisse präsentieren. Die Big Blue Button-Räume könnt ihr übrigens auch als Studierende selbst für eure Zusammenarbeit anlegen. Damit sind wir jetzt am Ende unserer Seminarsitzung für heute. Vielen Dank für Ihre Beteiligung und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ein Meeting beende ich hier über Ausloggen oder einfach, indem ich das Browserfenster schließe. Ich hoffe, ihr konntet einen Überblick in BigBlueButton gewinnen. Ich muss mich jetzt in mein nächstes Online-Seminar einloggen. Bis zum nächsten Mal.